Ja, grüß dich bei The Outer Worlds. Und zwar, bevor es jetzt losgeht, einen kleinen Hinweis, gell? Ich meine, keine Ahnung, ob YouTube das Video sperren wird, weil ich da diese Information jetzt ausgelassen habe. Aber ich habe jetzt eine Mail bekommen von YouTube, ab 1. Juni oder so ändern sie die Richtlinien ein bisschen. Das einzig Relevante für mich jetzt momentan ist das, dass YouTube die Videos auch von Kanälen monetarisiert bzw. Anzeigen davor schaltet, die nicht im Partnerprogramm sind. Ich bin nicht im Partnerprogramm mit 49 Abonnenten und an einer Stundenaufrufzahl, die unterirdisch ist. Also bitte nicht schrecken, heute sollte irgendwann einmal was aufleuchten bei mir. Ich bin's nicht, gell? Es juckert mich auch gar nicht, dass ich ins Partnerprogramm einsteige. Ehrlich gesagt. Jetzt muss ich nur schauen, ob sie da sind. Ja, passt. Mikro hängt. Gut, das war's eigentlich. Wir sehen uns jetzt gleich in der Episode, im Spiel. Und bitte nicht böse sein, ich probiere heute das Aufnahmeprogramm vom PC aus. Nicht die Elgato, sondern das Aufnahmeprogramm, was ich für den PC normalerweise nehme. Mal schauen, ob das was bringt oder sonstiges, gell? Na, aber das mit der Monetarisierung von YouTube mit bei Kanälen, die nicht im Partnerprogramm sind, das würde ich nur kurz loswerden, gell? Also bitte, da müsst ihr euch bei YouTube beschweren, nicht bei mir, gell? Ja. Lassen wir das. Bis gleich einmal. Baba. Und somit grüßt zurück bei The Outer Worlds. Wir sind in der Wildnis von Monarch angekommen. Wo wir unseren letzten Auftrag erledigt haben. Mülleimer ist in Ordnung. Ja, so viel Mülleimer, wie wir in den Spiel haben, so müllig ist auch dieses... Was ist denn das? Nix. Gut, ich weiß nicht, was wir weitermachen. Wie du siehst, ich schaue mal kurz ins Logbuch, ins Tagebuch. Wie du siehst, wir haben ja noch keine... Wir haben ja nichts mehr eigentlich, ne? Okay, ja, okay. Hilft dem Informationshändler mit MSI und den Ikonoklasten der Info. Der Informationshändler kann dir den Standort der Chemikalien nicht verraten, bevor du nicht die gestoppt hast bei der Nutzung des Turms stören. Hä? Und wo ist mir dieses Sorgen? Okay, da dies ja auch mitunter eine kleine Testaufnahme ist, Graham. Gut, also wir gehen jetzt einfach mal zum Graham-Knädel und oder zum Graham-Wirstel und werden das jetzt mal soweit erledigen. Gut, bitte einmal klettern. Hui! Auf dem Weg dorthin werde ich jetzt ein paar kleine Infos mit auf den Weg geben. Ah, die Joy, genau. Und der Hudson River. Warte mal ganz kurz, was muss man da wieder? Ich werde jetzt mal schauen, ja, mal so 20 Minuten wieder. Weil ich bin wieder mal kurz auf Knopf unterwegs. Werden wir dann das Video eh wieder über die Nacht hochladen und in der Früh eine Stunde oder eine halbe Stunde vor der Abfahrt in die Firma werde ich das dann eh wieder fertig machen, wie ich mich kenn. Um 3.45 Uhr oder 4 Uhr morgens, gell? Autsch. Warte mal kurz, wie ist denn das jetzt der LB? Gut, gehen wir mal zum Graham-Knädel. Und zwar, die Waffen ist scheiße. Wie
Mama mia. Like a raft among the rocks. Mädchen, es war satz putzig. Und zwar, einige kleine Dinge muss ich euch jetzt gleich mitgeben. Im Juli, Mitte Juli, na so war das, die letzten zwei Juliwochen und die erste Augustwoche, bin ich auf Urlaub. Das gleich mal wisst. Ich werde in dieser Zeit keine Videos hochladen. Ich brauche ein bisschen Ruhe vor YouTube und ich habe selber genug Probleme oder beziehungsweise einige Ereignisse, die sich mir noch in den Weg stellen, gell? C3 Kaserne, was ist denn das für ein Scheiß? Was ist denn da verkehrt? Donald Anderson, Eddie und Lance. Stehlen. Ey. How'd you get up here? Through the caves? Welche Höhlen? Good answer. I wasn't looking forward to gut-shotting you. See, the thing is, I'm with the corporate compliance crew. C3, if you will. We're mercs. And our current contract mandates that we annihilate any creatures or persons that emerge from the tunnel. Allow me to intervene. It's my job to mediate any conflicts of interest regarding C3 and third parties. All right, first things first. To make a decision in this dispute, I'm gonna need to know what your role in your organization is. Hä? Meine Rolle? Ich, im Prinzip bin ich arbeitslos. Man könnte mich als CEO eines Ein-Mann-Unternehmens bezeichnen. Sind wir arbeitslos oder sind wir ein Ein-Mann-Unternehmen? Wir sind arbeitslos. Jobless? What? Why? If you ain't out here on account of work, then might be you ought to explain. What are your intentions regarding Devil's Peak Station? That is why you've wandered out here, I presume. Ich habe eure Arbeit für euch erledigt. Die Station ist von Plünderern befreit. Ich wusste noch nicht mal, dass es eine Station von Devil's Peak gibt. Ich muss mit einem Informationshändler namens Hiram reden. Ich bin an den Übertragungen der Station interessiert. Was nicht mehr das? Ja. Well. That's a pickle. See, I don't recollect that our contract specifies what to do in the case of a third party fulfilling our obligations. Shucks, Lance. Why give the client the details? All that matters is that the work's been done. Seems to me, we can close up, cash out, and move on. I do love when you think outside the box, Don. Fair enough. I'll sign the clearance form and issue our external contractor here an NDA. Anything else you need? Magst du sonst noch was? Wie konnte die Station von Plünderern überrannt werden, wenn ihr angeheuert wurdet, um sie zu bewachen? Trying to say we didn't do our job? I'll have you know, our contract was to stop any marauders coming from the caves. Didn't say nothing about the ones taking the mountain path. We'll simply clear them out later, once we've got the go-ahead from Berthold. Wer ist Berthold? Der Boss? That's right. Berthold Fox is our boss man. Founder, president and CEO. Bertie went down into the caves on a hunt for marauders, give or take, 6 hours ago. He's a hands-on type. Likes to handle the tougher tasks himself. Although, he should have been back. Going on 6 hours now. I'd ask you to check the caves for him, but then we'd have to kill you when you crawl back out. Berthold wird also auch getötet, wenn er aus den Höhlen wieder rauskommt. Mach mich doch zum C3-Mitglied ehrenhalber, dann gehe ich auf die Suche nach ihm. Ich glaube, ich bleibe den Höhlen lieber fern, wenn es euch nichts ausmacht. Berthold wird also auch getötet, wenn er aus den Höhlen wieder rauskommt. Mach mich. Dann gehe ich auf die Suche nach ihm. Done. Use this. Signals locked to Birdie's tracker. Should lead you right to him. Or his body. Whatever you find, bring him back to us, okay?
Wer genau ist denn euer Kunde? The guy calls himself the information broker. Like he's starring one of those fancy broadcast productions the station puts out. My guess is, he brokers information. Don, I don't care if the guy's name is the architect himself so long as we get paid well and paid on time. No dispute here. Ich geh jetzt. Na, Pavati, was schaust du, dass ich jetzt durchfall? Na gut. Pavati, du alte Gurken, du. Das müssen wir noch machen. Kieferwerkzeuge des Grauens. Das wird man machen, so zwischen eine. Und zwar, ich bin dann 3 Wochen nicht da, also die letzten 2 Juliwochen, die 1. Augustwoche, und ich werde noch ein kleines Infovideo machen. Macht euch aber dann drauf gefasst, ab August gibt es dann ein bisschen mehr. Ich will, wie soll ich das jetzt erklären? Ich habe momentan so viele Sachen offen auf dem Kanal jetzt da. Das wird jetzt alles für eine Zeit bleiben. Fangen wir anders an. Die Outer Worlds wird fertig gespielt. Ich habe jetzt mit Generation Zero angefangen. Minecraft bleibt, 7 Days to Die bleibt. Der Grundaufbau des Kanals, brauchst du in die Playlisten schauen. Dinge, die noch nicht fertig sind, wie fertig machen. Auch Fallout 3 ist darunter, die Outer Worlds und etc. etc. Auf dem Kanal wird sie dann in ferner Zukunft mit 2 weiteren Staffeln, was ich dann in dem Staffelsystem habe, noch 2 weitere Spiele kommen, die ich irgendwann einmal wieder mal ein bisschen anfangen möchte, beziehungsweise weiterspielen möchte und hin und her und bla bla bla. Nioka schnarcht nicht so schier. Herzlich willkommen zurück in den Höhlen von Devil's Peak. Und zwar, ich habe jetzt angefangen von wegen dem Kanal, dass da in Zukunft nicht mehr viel passieren wird, außer viel Spiele, dass ich fertig mache. 2 kommen noch im Staffelsystem. Dazu aber dann im Infovideo ein bisschen mehr. Und im Infovideo werdet ihr dann auch sehen, ich habe jetzt schon ein bisschen was aufgenommen. Okay, Mantisaurier-Soldat. Okay, was ist denn das für eine geile Höhle? Im Infovideo werde ich dann auch was ansprechen. Der Kanal ist eigentlich, ja, eh schon so gut wie am Arsch, sage ich jetzt einmal, ne? Ich meine, ich habe zwar jetzt hier und da mal ein paar Episoden gehabt mit über 200 Aufrufen, woher die herkommen sind, kann ich da nicht verraten, weiß nicht was. Ich möchte aber nebenbei noch mehr Spiele machen. Oder ich möchte noch was anderes auch noch machen. Und in der Info, in der Videobeschreibung habt ihr 2 weitere Kanäle von mir, die ich erstellt habe. Dort kommt aber Inhalt erst so im August noch. Ne? Gut, das ist jetzt einmal. Oh Gott. Warte, ich speichere da mal. Ja, und wenn es dann soweit ist, werde ich hier nochmal aufklären. Weil. Ihr werdet es sicher gelesen haben oder gesehen haben, auf YouTube hat es schon einige Reviews gegeben. Auch Biomutant hat vollkommen versagt. Here we go. Nice hit.
Oh Gott, okay, das müssen wir anders sagen. Das müssen wir ein bisschen anders machen. Aber wie? Die ist ja auch nicht klein, die ist ja auch nicht klein. Die kleine Königin, die kleine Königin. So. Die Waffen haben wir gesagt, ist scheiße. Die haben wir gesagt, ist auch scheiße. Vielleicht geht's mit der, ich weiß es nicht, gell? Wir probieren es nochmal, komm her. Komm her, Mausel. Du schierche Potzau, du schierche. Stufe 20, oi. The hell? Look up. What's he doing up there? Flash ain't working! Ja, das hört das wirklich, ja. Du kleine Mistsau. Mami! Ja, Mami! Kleine Mischpochen, du! Na Mädels, geht's, eh? Oh, Bewohner. Naja, wenigstens ein bisschen an Loot haben wir, gell? Oh. Ich will gleich wieder überladen sein. Jetzt reden wir mal mit diesem eleganten, elegant aussehenden Mann. That assist was a violation of corporate law if I ever saw one. Since it was to my benefit, and we're largely in lawless lands, I'll look the other way. C3 owes you one, stranger. You haven't seen Constance, have you? Ah, there's her torso. And that'd be her legs over yonder, never mind. I'm Berthold. What in the void are you thinking, creeping around a mannequin like that? At the time, I was thinking... Please don't see me, oh law, I don't want to die, nah nah nah. Now I'm thinking it was stupid to come in here. C3 hat mich geschickt. Means it's still holding the post then, good. You might head on back. We can talk more there where it's safe. I'll be on my way, once I've gathered up Constance's parts. So geil. Was haben wir da? Was ist das? Flammenwerfer. Was passt denn immer mit und wir sind schön verloren. Scheiße. Ich wollte doch nicht überladen sein. Naja, egal. Was wir haben, das haben wir, gell? Ist so geil, weißt wie es ist. So, Ja, Alter, da wirst du nie fertig. Warte mal, können wir nicht irgendwas ablegen? Stufe 16, Stufe 16, irgendwas, was nicht so auffällig ist. Stufe 12, das legen wir an. Sind wir immer überladen? Können die nicht irgendwas mitnehmen? Where are we headed? Geht's hin? Okay, die können nichts mitnehmen, nichts aufnehmen. Schwein dran. Na gut, jetzt müssen wir schauen, ob wir irgendwo was finden, wo wir was verkaufen können. Hihi. Ja. Aber lieber überladen, lieber überladen.
Ja, wie kommen wir das wieder aus aus dem schönen. Oh Gott, die nächste Königin hat das heute so nicht aus. Ich will hier doch nur raus. Ich will hier doch nur raus. Das ist ein scherzhafter Augenschmaus. Na, schau dir das an, hörst. Ja, ah, das würde ich noch erzählen. Und zwar, ich habe mittlerweile, ja, Biomutant versorgt ja vorhin bis vorhin. Generischer Open World Shit und, Berthold? Wieso zum Berthold? Wir müssen ja. Ich verstehe es. Hä? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ach so. Ja, Trottel. Wo sind wir da jetzt kommen eigentlich? Ich glaube, von da, gell? Ja. Genau, siehst du. Ich will mir eigentlich ja schon gar nicht mehr auf irgendeinen großen AAA oder sonstiges Titel freien. Ich muss da aber ehrlich gesagt gestehen, es wird es manchen nicht schmecken, aber ich habe jetzt wieder die alte, meine alte PS4 herkriegt. Meine alt. Ich habe sie nur seit 2015. Ich habe die PS4 aktualisiert und alles. Es sind jetzt ein paar Spiele oben, die ich noch bringen will oder zeigen will. Und während wir jetzt da, ah, da müssen wir aufwischen. Ich habe die 360er hergekriegt, die Xbox. Und am PC habe ich auch noch einiges. Und ich muss da offen ehrlich gesagt gestehen, ich will mich auf den ganzen Scheiß, der zukünftig noch kommt, gar nicht mehr einlassen. Für was soll ich mir eine PS5 kaufen, wenn zum Beispiel Titel, die exklusiv waren, nach der Zeit dann eher am PC rauskommen. Siehe dieses, wie hat das geheißen? Ja, dieses Spiel da, was da so exklusiv war auf der PS, auf PlayStation. Und mit diesem Biker da in dieser Zombie Dingsbums, da weiß ich jetzt nicht, wie du das Spiel hast, keine Ahnung. Man ist eigentlich aber auch relativ blunzen, gell. Muss da aber ehrlich gesagt gestehen, ich verlasse mich lieber auf das, was ich daheim habe und hab da lieber meinen Spaß dabei, bevor ich mich auf irgendeinen AAA oder sonstigen neuen Scheiß einlasse, der unfertig ist, der sich unfertig anfühlt und generischen Scheiß, denn das brauche ich einfach nicht mehr. Und da werden wir sehr eine Lösung finden. So, jetzt machen wir es ganz kurz und schmerzlos. Wir werden jetzt die Mission angehen beim Berthold, beim Bertram, gell? Und dann werden wir sie verabschieden. Ich muss das heute noch schneiden und dann morgen hochladen. Und ja, beziehungsweise heute über Nacht hochladen, Thumbnail neu erstellen, eingeben. Und dann, ja. Jetzt ist er da auf einmal. Hey, Mannequin Slayer! Glad you made it in one piece. After all. Not everyone's so lucky. Meet my corporate compliance crew. Then check out our weapons locker inside. I reckon you'll find something you like. Then we call it even between us. Wieso bewacht ihr diese Station? We were hired to do so. Why else? You did get the memo that we're mercenaries? Our client's a bit unorthodox, sure. He calls himself the broker. And prefers the glow of a terminal to flesh and blood interaction. But I can't fault his work ethic. Our current gig's to stop, by means of lethal force, any creatures exiting the caverns, including but not limited to marauders, iconoclasts, and agents operating for the MSI. Ziemlich seltsam für eine Gruppe von Söldnern, sich selbst einen Namen zu geben, der sie als Einheit des Konzerns betitelt. The corporate model is the oldest and most efficient, not to mention stable structure history has ever shown us. Plus, corporations got certain rights not entailed to individuals. I lead the C3s. Addy covers our payroll and expenditures. Lance handles the human capital. And Donald is our charming public face. Our system works. We've racked up more confirmed kills than any other crew you can hire. Anscheinend habe ich deine Arbeit für dich erledigt. Die Station ist geräumt. Wow.
That was a bit presumptuous, don't you think? We were still debating as to whether we're contractually obligated to take out those marauders. And here, you've undercut us. We have an image to uphold. Our services are deservedly expensive. Now, I shall have to pay you so that future clients continue to recognize the value of our work. We'll just say you were a subcontractor. Yes, that'll do. We exercised our finest judgment in hiring you, you know? Danke. Und jetzt? Ach so, warte mal. Schauen wir mal da einer. Ich speichere lieber. Weil man weiß ja nicht, wahrscheinlich schießen sie uns jetzt in den Rücken. Werkbank. Oh. Liebe Leute, groß und klein, das nächste Mal laden wir uns selber ein. Wir werden, ja, bisschen was zerlegen. Weißt du, was werden das da abspeichern und da geht's das nächste Mal weiter. Nioka. Party. Rüstungsteile, Teleskop, Alter, Hilfe. Passt, da geht's das nächste Mal weiter. Und wir haben sehr viel zu tun. Also das wird noch lustig. Das wird lustig, wir werden so überladen sein. Nein, ich hab's nicht. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Kommende Woche geht's dann wieder mit. Oh. Mit die Outer Worlds weiter. Wir werden jetzt den 2-Tage-Rhythmus und die Spiele auch so beibehalten. Und ich habe auch nicht immer die Zeit und auch nicht immer die Muse, dass ich aufnehme. Ich muss zwar immer wieder in die alten Videos reinschauen, damit ich die Story noch ungefähr weiß, aber das ist ja kaputt.